Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Green Hell. Bei Green Hell. Ganz einfach. Hier nochmal die Info, damit ihr nicht unbeabsichtigt reinguckt in bei irgendjemandem, wo ihr nicht wollt. Und zwar spiele ich das Spiel hier nur nicht in einem Story-Mode, sondern das ist ganz einfach bauen, 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 bauen und bauen. So, Halter Blätter, Halter Seile. Ich hätte gerne einen kleinen Halter für die Feuerbretter, aber das geht wahrscheinlich nicht. Das gab es zwar irgendwann, meine ich, aber ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Wir müssten unsere Würstchen hier mal eben kurz durchschütteln. Also nicht die Würstchen in der Buchse, sondern die Würstchen hier drin. Ja, den will ich fertig kriegen, damit wir die Kohle machen können. Und irgendwann möchte ich aber auch wieder los. Aber ich möchte hier erstmal alles ein bisschen was stehen haben, damit wir hier einen kleinen Rückzugsort haben. Wenn wir mal irgendwann wieder auf Wanderschaft gehen oder so. Oh, Farbe ist wieder da. Das heißt, es wird wieder schön. Müsste gleich der Regen aufhören. Was hier Steine da rein, schleppe schnell. Nein. Muss jetzt auch tatsächlich überlegen, weil ich 2 Tage nicht gespielt habe, wie die Tasten gingen hier nochmal. Ach guck mal, wir haben auch schon keine. Nein, nicht essen. Oh. Lebensmittelvergiftung, weil ich die scheiß Kohle gefressen habe, ich Depp. Ne, die Lebensmittelvergiftung ist schon wieder weg. Sehr gut. Ich bin immun. Brauchen wir dann eine Stöcke für? Warte mal, nee. Wir haben da genug Feuerbretter. Waren noch irgendwelche Fasern hier? Irgendwas hat die gerade einen Finger gehabt. War wahrscheinlich wieder irgendein Frosch unterwegs. Oh, man kann sogar zurückspringen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und die machen wir direkt weg. Wo ist er denn? Ah, zielsicher wie immer. Eine kleine Spinne mit einem Pfeil und Bogen wegmachen. Muss auch gekonnt sein, ne? Das hatte ich weggenommen. Guck mal, hier könnten wir sogar noch Eisen machen. Oh, ich muss Pipi. Entschuldigt. Ah, Bio. Muss ich nach der Folge unbedingt mal gehen? Jetzt warte ich hier bei ihm kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich mache eben kurz Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Habt ihr wahrscheinlich nicht gemerkt, dass ich weg war. Aber ich musste ganz dringend mal aufs Klöchen. Alte Männer und so, ne?
Ich brauche lange Stücke. Warte mal, das kann ich da eigentlich aus den großen hier machen, ne? Aber noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Hier, die sind auch nachgewachsen oder sind gerade dabei. Und dann lasse ich die mal und nehme einen von da. Da war nämlich direkt auch ein paar Seile bei. Ja, könnte sein, dass wir bald Besuch kriegen. Das ist hier auch so immer ein bisschen das Problem hier bei mir, dass ich irgendwie, ich spiele auf der schwersten Schwierigkeitsstufe. Kann man das noch sehen? Nee, kann man das nicht sehen, oder? Kann man das hier sehen? Grafik, Audio, Fehler, Suche, zurück, bla bla, Steuerung. Nee, kann man nicht sehen. Ich kann das hier vielleicht sehen, über den Benutzer definiert. Nee. Nee, kann man leider nicht mehr sehen. Aber ich spiele auf der höchsten Schwierigkeitsgrad und irgendwie kommen keine, die mit mir spielen wollen. Ich weiß ja auch nicht. Irgendwie haben die keine Lust. Ach, haben wir das fertig? Kann ich die auch da rein tun? Ja. Die Dinger hier. Die, nee, die anderen. Nein, die anderen. Genau. Wie hier mit dem Matsch spielen, machen die Jungs ja ganz besonders gerne. So, jetzt kommen. Ein Bambusstock habe ich extra mitgenommen. Nö. Denn da wollte ich den reinstecken. So, Kohle habe ich leider nur eine in der Tasche. Das heißt, sie müssen darauf warten. Bis der hier fertig wird. Dann räumen wir noch mal ein bisschen auf hier. Ich muss mal irgendwas gucken. Kann ich hier? Schade. Kann ich leider nicht. War ja ein Versuch wert. Ja, er ist früh ins Bett gegangen, früh aufgestanden hier. Der ist dann halt auch schnell müde. Der braucht, glaube ich, schon wieder Fleisch. Siehst du, und das meinte ich nämlich damit, Freddy, das Fleisch hier, ne? Er braucht richtig Fleisch. Hatte ich nicht sowas in der. Echt nicht, aber ich esse die ja mal. Und die hier. Gucken, ob da noch ein Fleischstück liegt. Das kann sein. Ja. Gibt da nämlich auch direkt Energy. So, wir könnten das hier mal mitnehmen und gucken, dass wir ein paar Steine holen. Falls da nie ein paar sind, das ist natürlich die andere Sache.
Kleine Steine brauchen wir auch. Aber große gibt's nicht hier. Kann ich Rohrin tun, das ist doch sehr schön. I need to rest. Sind noch welche? Hinten eventuell. Da ist noch einer. Kann man die auch noch einsammeln, wenn man damit unterwegs ist. Nicht schlecht. Kann hier noch welche sein? Da ist, glaube ich, noch einer. Sehr schön. Ich glaube, 6 Stück brauchte man, ne? Da liegen 2 drauf, glaube ich. Einer zumindest. Der arme Kerl ist schon wieder fertig mit der Welt, oder? War es wieder bei dem Stein? Gehe ich einmal noch zu dem. Und dann machen wir es mal auf den Rückweg. Sehr schön. Und den wollte ich haben. Den letzten. Und dann können wir nämlich auch wieder zurückgehen und können erstmal ein bisschen schlafen gehen. Es sei denn, hier oben sind ein paar leckere blaue Pilzchen. Aber es sieht nicht danach aus. Ne, gehen wir wieder zurück. Und dann lege ich den ein bisschen in die Federn sozusagen. Und dann können wir mit allem anderen weitermachen. Den Such haben wir auch noch nicht bekommen. So, hauen wir uns ein bisschen aufs Ohr. Vielleicht ist ja bis dahin das Ding nicht fertig. Aber der verfolgt mich. Der guckt immer zu, was ich hier mache, ne? Ist das der Lübi, der aufpasst, was ich hier anbaue? Der saß letztens auch schon in dem Matschertopf drin. Ach, toll, jetzt habe ich vergessen, auf Dings zu drücken. Fertig, sehr gut.
So, das heißt, wir könnten hier eventuell alles jetzt voll kriegen. 5 kleine Steine, nee, 3 kleine Steine noch. So. Dann gehe ich nämlich einen kurz. Guck mal, Libby ist wieder da. Ich nenne ihn jetzt einfach Libby. Libby der Blaue. Alle, die Libby nicht kennen. Libby ist einer meiner Mitstreiter gewesen. Hier in der Storyline. Libby und Siege. Ich glaube, das waren 3 Stück Steine an Steine jetzt, ne? Oder? Waren das 3? Dann sind sie da, 3 Steine. Weil haben wir die nämlich auch fertig. Jetzt hat es natürlich genau auf, dann aufgehört zu regnen. Ach, wir brauchten sogar nur 3 große Steine, okay. Ne, das sollte drin bleiben. So, aber den schon mal fertig. Das heißt, ich würde noch mal schlafen gehen. Denn wir haben jetzt 23.07 Uhr. 23 Uhr dürfte reichen, oder? Damit es auch wieder heller wird. Hier im Spiel wird zwar nicht ganz so dunkel, aber ist ja nicht so schlimm. Möchte Sven das schon richtig schön haben hier. Fängt es nämlich auch wieder an zu regnen. Mach das hier mal fertig hier. Und dann haben wir nämlich genug Kohle. Libby. Nicht, dass ich dich aufhebe wieder. Kurz gucken, aber noch zu essen. Ja, das ist sogar fertig. Das heißt, ich kann mich mal eben waschen und dann können wir mal eben was leuchten. Und dann machen wir ein Häuschen weiter. Das Häuschen würde ich auf jeden Fall noch heute ein bisschen weiter machen. Mal durch, ja. Ah, hier müssen wir dann heute viel springen. Guck mal hier. Warte mal, ich kann das auch so machen hier, oder? Ajo. Sehr schön. Wenn wir so Ende nächste Woche werde ich dann mal wieder weiter latschen, weil ich die ganzen Sachen hier fertig kriege. Huch. Also, dass ich alles
alles Findbares gefunden habe. Vielleicht wird mich Säge dabei ja noch ein bisschen helfen, wo ich doch irgendwas vergessen habe und noch holen könnte. Muss ja auch mal weitergehen, ne? Zuerst will ich hier auf jeden Fall mal alles bauen, was man so bauen kann. Also jetzt nicht hier, sondern das mache ich dann im Hauptgebiet im Drogenlabor, Drogencamp. An dem so. So, wenn es hier weitergeht, dann können wir nachher unsere Flaschen da voll machen. Das hat ja auch cooles. So, was haben wir hier noch? Können gleich mal das grüne Ding essen, was wir da drin haben. Ansonsten versauert uns das. So. Habe immer noch keine Ahnung, was ich hiermit machen kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wolltest du eigentlich nicht runterspringen? Nicht, dass er dir noch irgendwann mal was wehtust. Könnte natürlich auch hier. Und dann wird das nämlich auch während der Regenzeit, wenn ne, hier Dings voll, Apidon ist leer, dann kann ich das hier nämlich schon voll machen und das hier auch. Ja, Nummer 2 sind wir durch und es fehlt nur noch das dritte, dann haben wir die Plattform wenigstens schon mal. Ich glaube, hiervon werde ich dann bei der Dingens 2 Stück hinstellen oder vielleicht sogar 3. So, das war schon. Können wir eben kurz zum Waschen gehen und gucken. Guck mal, der hilft dir immer davon. Der Liebe kommt wieder gucken hier. Siehst du, wieder guckt hier? Das ist doch hundertprozentig der Liebe. Kommt immer nur hier hin, bis hier hin. Guckt sich um. Da ist noch einer, das ist Segel. Obwohl Segel ist nicht so dick. Glaube ich zumindest. Also Vegetarierin kann das sein, dass sie doch ein bisschen schlank ist. So, was machen wir noch? Wir starten, würde ich sagen, in eine neue Runde. Da würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.
Hoffe, ihr hattet euren Spaß und habt ein bisschen was gelernt von mir. Was ich eigentlich nicht glaube. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wobra. Tschüss.